Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zum ersten 3D-Grafikkartentest von PC Player. 3D-Grafik ist im Moment in aller Munde und da es endlich auch entsprechende Karten zu kaufen gibt, haben wir uns für Sie die aktuellen Modelle angeschaut. Im Test hatten wir die 3D Expression von ATI, die Stealth 3D 2000 von Diamond, die Victory 3D von Elsa, die Millennium von Matrox, die Mystique desselben Herstellers, die Miro Media 3D von Miro und die Fahrenheit Video 3D von Orchid. Die Mystique und die Miro Media 3D waren Vorabmodelle, die es noch nicht zu kaufen gibt. Die Karten von ATI und Matrox besitzen firmeneigene Grafikchips, die anderen vier Hersteller setzen den Verge-Chip von S3 ein. Die erste getestete Karte war die Millennium von Matrox. Der PC Player Benchmark unter Windows 95 ließ bei der Matrox Millennium den Würfel bei einer Auflösung von 640x480 Pixel und 256 Farben mit 33 Bildern pro Sekunde rotieren. Nun kann man bei Direct3D die Hardwarebeschleunigung auch abschalten. Wir nutzten diese Möglichkeit, um den Geschwindigkeitsgewinn der Hardwarebeschleunigung gegenüber einer reinen Softwareberechnung zu messen. Unseren Benchmark startet man dazu mit dem Parameter Emulation. Ergebnis der Messung: Es gibt keinen Geschwindigkeitsgewinn. Hardware und Software waren exakt gleich schnell. Alle Karten zeigten diesen Effekt. Egal ob Hardware oder Software gewählt wurde, der Messwert war im Rahmen der Messgenauigkeit immer derselbe. Jetzt probierten wir den Test mit der schon etwas älteren Winner 1000 Trio von Elsa aus. Diese Karte besitzt erwiesenermaßen keine 3D-Fähigkeiten. Erstaunliches Ergebnis: Die Karte war mit 37 Bildern pro Sekunde trotz mangelnder 3D-Hardware schneller als die Millennium von Matrox. Hier konnte also irgendetwas nicht stimmen. Anschließend nahmen wir uns noch einmal die 3D-Grafikkarten vor. Wir zogen jetzt den Capabilities Editor des DirectX Entwicklerkits zu Rate. Dieses Programm zeigt genau an, was der Treiber kann und was nicht. Offensichtlich unterstützt der Treiber überhaupt keine 3D-Funktionen, sonst wäre hier das Kästchen angekreuzt. Alle Kartentreiber zeigten diesen Effekt. Die Treiber führten die 3D-Darstellung also immer per Software aus. Jetzt probierten wir bei allen Karten die mit DirectX gelieferten Treiber aus. Hier waren die 3D-Fähigkeiten vorhanden. Trotzdem konnte das Ergebnis nicht überzeugen. Unser Testprogramm verhielt sich bei den Karten mit dem Verge-Chip von S3 folgendermaßen. Die Texturen konnten hier nicht geladen werden, woraufhin das Programm gar nicht erst startete. Auch andere Direct3D-Demonstrationsprogramme zeigten diesen Effekt. Die Elsa-Karte testeten wir dann noch mit 4 MB RAM. Und siehe da, mit 4 MB RAM auf der Victory-Karte startete unser Benchmark-Programm durch. Bei der Millennium-Karte ergab sich dagegen das folgende erstaunliche Bild. Hier läuft die 3D-Unterstützung, allerdings unterschlägt der Treiber die Texturen. Die einzige 2 MB-Karte, bei der wir eine offensichtliche Beschleunigung feststellen konnten, war die 3D Expression von ATI. Hier rotierte der PC-Player-Würfel mit 48 Bildern pro Sekunde. Mit Blick auf die softwaremäßigen 37 Bilder pro Sekunde anderer Karten ist das sicherlich kein Wert, bei dem man in Jubelstürme ausbricht, aber immerhin ist die Karte schneller als per Software. Mit der ATI-Karte führten wir dann einen Test mit dem ersten echten Direct3D-Spiel durch, und zwar mit Hellbender, das von Microsoft vertrieben wird. Die Demonstrationsversion des Spiels finden Sie auf unserer CD. Bei Hellbender muss in dem Options-Pull-Down-Menü die Hardwarebeschleunigung erst aktiviert werden. Offensichtlich unterstützt die ATI-Karte im Moment noch nicht die von Hellbender benötigten 3D-Funktionen. Den gleichen Effekt gab es mit der 4 MB-Version der Victory-Karte von Elsa. Insgesamt war der Test also recht ernüchternd. Keiner der von den Herstellern mitgelieferten Treiber unterstützte die 3D-Hardware. Genau die Fähigkeiten, auf die es uns hier in dem Test ankam, boten die Karten also noch nicht. Solange die Hersteller nicht entsprechende Treiber mitliefern, gibt es im Moment keinen Grund, sich eine spezielle 3D-Grafikkarte zu kaufen. Aber wir bleiben für Sie am Ball.